Ich weiß gar nicht, ob das heute zum Freuen ist. Ja, bis auf das 1-0 gleich nach 17, glaube ich, oder 18 Sekunden, was Adlung sehr gut erkannt hat, sehr gut die Situation erfasst hat. Schwieriger Ball für Nils, aber durch sein Selbstvertrauen und sein Auftreten hat er toll weggemacht. Dann haben wir bis zum 2-0 wieder nicht so stattgefunden. Man kann auch nicht sagen, dass das 1-0 verdient war nach 17 Sekunden, das gibt es nicht, ne? Weil nichts dafür getan werden konnte. Haben danach nicht gut gespielt. Haben dann das 2-0 gemacht, natürlich mit dem zweiten Ball, tolles Tor. Hatten gestern im Abschlusstraining mehrere solche Situationen, nach Standardsituationen, dass dann immer auf der Linie gerettet worden ist und heute ist er dann reingegangen. Haben dann wieder nicht gut gespielt, richtig schlecht, obwohl wir dann eine gute Aktion hatten nach dem Einwurf, ein gutes Laufverhalten von Jula, gute Flanke. Ich weiß nicht, ob Nils hätte querlegen können. Auf jeden Fall ist er knapp vorbei und dann habe ich halt die Szene des Spiels gesehen und noch eine andere, dass natürlich Zeichen, natürlich Frust, natürlich Enttäuschung, ne? Die Mannschaft, die eigentlich besser war, einen besseren Zugriff auf das Spiel hatte, besser den Ball laufen lassen hatte, war KSC aus meiner Sicht, hat für mich nicht ein angenehmes Foul gemacht gegen Jula.